Wir sind Laura, Tabea und Annalena von den Messdienerleitern. Und wir haben dieses Jahr mit allen anderen Messdienerleitern zusammen unsere diesjährigen Osterkerzen gestaltet. Dazu wollen wir euch eine kleine Erklärung geben, was ihr darauf so alles sehen könnt. Auch in diesem Jahr haben wir uns sehr darüber gefreut, dass verschiedene Messdienerleiter uns geholfen haben, die unterschiedlichen Osterkerzen zu gestalten. So wurde von jeder Pfarrei jeweils ein Messdiener gefunden, der dieses Kreuz, also das Kreuz in der Mitte gestaltet hat. Vielen Dank nochmal. In der Mitte der Kerze kann man ein Kreuz erkennen, was aus verschiedenen Quadraten besteht. Diese Quadrate sind in der Farbe der verschiedenen Pfarreien unseres Seelsorgebereichs. Und das Blau, das Türkisblau, steht für Waldbröl, was jetzt neu zu uns gekommen ist. Und das steht auch dafür, dass wir sie jetzt mit einbinden wollen und wir eine gemeinsame Zukunft planen. Das Gelb hinter dem Kreuz erinnert an das Hungertuch, was dieses Jahr in verschiedenen Kirchen gehangen hat während der Fastenzeit. Und es soll uns Hoffnung und Zuversicht signalisieren. Auf der Kerze sehen wir oben auch nochmal Alpha und unten Omega. Und das steht halt für Anfang und Ende. Und man kann auch sagen, dass wir quasi das Kreuz von Anfang und Ende umgeben haben und dass es von Anfang bis zum Ende für uns da ist. Unten drunter sieht man das 2021, was die diesjährige Jahreszahl ist und somit für dieses Jahr auf der Osterkerze steht. Auf der anderen Seite, also links bei mir, sieht man quasi das Kirchenlogo der jeweiligen Pfarrei. Unten drunter ist es jetzt rot, das ist Wildberger Hütte. Und oben drauf ist in Silber die Wildberger Hütter Kirche. Wir hoffen, dass auch euch unsere neue Osterkerze so gut gefällt wie uns und dass sie euch ein bisschen Hoffnung und Freude für das nächste Jahr schenkt. Alles Gute euch und schöne Ostertage. Tschüss!